Dann noch herzlich willkommen zum heutigen Trainergespräch, zum vorletzten dieser Saison. Zu welchem ich den Trainer der Rhein-Neckar Löwen 2, André Bechtold, und unseren Coach Christian Jupp begrüße. Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Wochenende beim TSB Heilbronn-Hockheim stand dann heute das letzte Derby dieser Saison auf dem Programm. Zu Gast war die Bundesliga-Reserve der Rhein-Neckar Löwen. André, die erste Frage an euch. Ihr habt letzte Woche mit dem Heimsieg gegen die TGS Pforzheim den zweiten Tabellenplatz gefestigt, den klaren Start-Zielsieg hingelegt. Allerdings war der trainerseitig mit der Einstellung in der ersten Halbzeit nicht ganz so zufrieden. Wie fällt dein Statement zum heutigen Spiel ab? Guten Abend erstmal. Schön, dass heute bei dem Wetter so viele Zuschauer gekommen sind. Ich denke, das haben beide Mannschaften verdient, auch über den Verlauf der Saison. Glückwunsch an die Damenmannschaft zur Meisterschaft und mich auch. Zum Spiel, ich denke, heute über das Gassabenspiel denke ich schon, dass wir verdient gewonnen haben. Beide Mannschaften sind verletzungsgeschwächt. Nussloch jetzt hat es die letzten Wochen natürlich noch mit Ausfall von Kevin Bietz ein bisschen heller getroffen. Bei uns einige Spieler schleppen sich jetzt noch bis zum Runde Saisonende durch. Nichtsdestotrotz ist es auch natürlich eine schwierige Lage auch für uns. Ja. Wir sind oben, haben eine überragende Saison gespielt, aber am Ende der Saison ist natürlich auch so ein bisschen die Spannung hochhalten im Training, ist nicht immer so einfach. Von daher sind wir unheimlich stolz, auch der Michel und ich, auf die Mannschaft, dass sie dennoch immer wieder auch heute in ein paar Phasen den Kampf zeigt, den Ehrgeiz zeigt, das Spiel unbedingt Gewinn zu holen. Und jetzt haben wir uns auch nochmal ein schönes Spiel nächste Woche in Hockheim beschert. In Hockheim geht es um sehr viel. Und ich glaube, das sind auch die Spiele, die wir wollen als Mannschaft, die uns auch weiterbringen, gerade die Jugendspieler. Und von daher ein Riesenkompliment an die Mannschaft heute, wie es sich verkauft hat. Und ja. Vielen Dank, André. Ja, Christian, André hat schon gesagt, bei uns hat letzte Woche dann im Spiel in Hockheim das Verletzungspech ereilt und wir haben im Rückraum mit einer völlig neuen Formation spielen müssen. In der zweiten Halbzeit hat dann der Kampfgeist gestimmt und die Jungs haben nochmal alles in die Waagschale geworfen. Heute wollten wir unsere diesjährige Derby-Bilanz ein bisschen aufpolieren. Woran hat es gelegen, dass er geklappt hat? Ja, also erstmal schließe ich mich an, ja, danke, dass ihr alle gekommen seid bei diesen Temperaturen dann, ja, um das Spiel zu sehen. Glückwunsch, ich sehe es genauso. Ich denke zum insgesamt verdienten Sieg von Grund aus klingt so. Natürlich Glückwunsch an unsere Highlights, die Damenmannschaft, super. Haben wir zumindest ja in der Hinsicht ein erfolgreiches Wochenende. Wir können ja leider im Moment nicht allzu viel dazu beitragen, zu diesem Erfolg. Ja, ich denke, das hat mehrere Gründe. Natürlich können wir die Spieler, das haben wir schon genug diskutiert, die Spieler, die im Moment verletzt sind, die Spieler, die fehlen, dass wir denen wieder setzen können, ist das eine Thema, ja. Ich glaube, das andere Thema, wenn man jetzt mal die beiden Halbzeiten heute betrachtet, in der ersten Halbzeit, ich denke, von der Angriffsleistung her, war die erste Halbzeit okay. Wir haben das Spiel im Großen und Ganzen, was wir uns vorgenommen haben, in der Formation, wie wir sind. Da hat es halt einfach von der Aggressivität, vom Abwehrverhalten überhaupt nicht gepasst. Ne? Ich glaube, 17 Tore, was wir genau erste Halbzeit hatten und ohne Gegenwehr, so kann es halt kein Spiel. So kann es kein Spiel daheim gewinnen, so kann es kein Spiel auswärts gewinnen, so kann es überhaupt kein Spiel in der Liga gewinnen. Zweite Halbzeit, denke ich, wieder differenzierter betrachtet, die Umstellung auf die 3-2-1-Deckung hat gut funktioniert. Wir sind in den Kampf gekommen, wir haben aggressiver gedeckt, wir sind dadurch rangekommen und ja, dann denke ich, dann muss man einfach sehen, dann hat uns unser Angriff das Knie gebrochen. Wenn du 1-2 Tore immer dran bist und dann diese technischen Fehler machst, die wir machen, das kannst du auf 60 Minuten gesehen einfach nicht ausgleichen. Gerade gegen so eine tolle Mannschaft jetzt wie Corona Östlingen, die zwar nicht viele Spieler hatten, aber mit einer sehr, sehr hohen Qualität, sehr, sehr abgezockt gespielt haben. Ja, und von der Seite her, denke ich, haben uns dann zweite Halbzeit diese technischen Fehler und diese, ja, teilweise unnötige Tore, die wir auch in der Abwehr bekommen haben. Wir kämpfen 3 Minuten in der Abwehr, haben den Gegner am Zeitspiel, ja, und dann kriegst du noch irgendein Tor. Wenn ich irgendwo auf 60 Minuten sehe, wie gesagt, kann man das nicht ausgleichen. Und von dem her haben wir leider Gottes das Spiel heute verdient verloren. Christian, vielen Dank.
Ja, André, du hast es bereits vorweggenommen. Ihr habt nächste Woche nochmal ein schönes Auswärtsspiel beim TSB Heilbronn-Hockheim. Und dann zum Saisonabschluss auch nochmal ein Derby gegen die HG Oftersheim. Also da volles Programm, volle Halle zu erwarten. Was erwartest du von den nächsten beiden Spielen? Und wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Ja, gut. Also Saisonverlauf, ich denke, Ziel ist bei uns immer nicht Abstieg. Sagen wir deutlich überfüllt dieses Jahr. Dass wir bis zum Ende da oben geblieben sind, also da nochmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Ich glaube, sehr viele Spieler, auch der Rico steht jetzt neben mir, haben hervorragend sich entwickelt diese Saison. Ja, und auch immer wieder auf den Anschluss in die erste Mannschaft. Ja, das ist immer schwierig bei uns, es hat nochmal zwei Klassen zwischendrin. Aber dennoch einiges an Aufmerksamkeit auch in anderen Vereinen erregen. Das ist natürlich auch immer schwierig, dann, wenn da sehr viele andere Vereine anrufen bei den Spielen, dass das so läuft, ist nicht immer so einfach. Und von daher auch höchsten Respekt nochmal an die Jungs, klar auch mental immer top da. Das war hervorragend. Zu den letzten beiden Spielen, wie gesagt, ich habe es eben erwähnt. Hockheim wird mit Sicherheit nochmal stark in Hockheim. Gute Atmosphäre, gute Mannschaft, beste Rückrundenmannschaft. Haben da auch einen super Job gemacht. Nichtsdestotrotz wollen wir das Ding natürlich nicht verlieren. Ja. Wir werden versuchen, Hockheim alles abzunehmen in diesem Spiel. Und dann letztes Spiel gegen Schwetzingen zu Hause, Derby. Da braucht man nicht viel zu dem Spieler sagen. Ich glaube, Derby ist klar, wollen wir gewinnen. Das heißt, wir wollen uns maximal natürlich jetzt herausholen in den letzten beiden Spielen. Und dementsprechend werden wir uns auch vorbereiten. Super, vielen Dank, André. Christian, nächste Woche das letzte Auswärtsspiel der Saison beim TuS 04 Danzenberg. Das Heimspiel haben wir mit 32-29 gewonnen. Für die Gastgeber, die gegen den Abstiegskampf zählen, ist jeder Punkt wichtig. Also wird uns ein top-motivierter und kampfbereiter Gegner erwarten. Wie fällt dann dein Ausblick für das nächste Spiel in Danzenberg aus? Ich muss mich ganz kurz ein bisschen sammeln, weil Mitch jetzt mir gerade eine Nachricht gegeben hat. Das ist gerade unser Spieler, der Sibyl Körner, gerade mal umgekippt ist in der Kabine. Das hat einfach damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich, man kann jetzt sehen, wir verlieren jetzt einige Spiele. Man muss aber auch so sehen, ich habe so viele Spieler, die sich hier im Moment noch durch die Runde kämpfen. Die mit Schmerzmitteln, die gerade mal einmal die Woche trainieren können, die trotzdem irgendwo sich in der Dienst der Mannschaft stellen und alles probieren. Und ja, das muss man, denke ich, jetzt auch mal irgendwo sehen. Bei aller Enttäuschung von uns allen, denke ich, als amtierender Meister jetzt, wie die Runde verläuft, wie die letzten Spiele jetzt verlaufen sind. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine super Mannschaft, die insgesamt immer probiert ihr Bestes. Das klappt zwar nicht immer, ja, das ist das eine. Aber wie gesagt, jeder versucht alles hier einzubringen, was er kann, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und von der Seite her, glaube ich, werden wir jetzt, um das jetzt Bogen nächste Woche, wir werden jetzt irgendwie probieren, diese zwei Wochen noch rumzubekommen. Wir wollen natürlich alles probieren, irgendwo noch Punkte zu erzielen. Wir werden uns darauf einstellen, jeder wird sein Bestes geben. Es wird ein brutal heißes Spiel, also in Danzenberg zu gewinnen. Ist im Moment mehr als schwierig. Die können nächste Woche dann den Nichtabstieg perfekt machen. Die haben tolle Spieler dazugekommen. Es ist eine ganz heiße Atmosphäre dort. Von der Seite her, wie gesagt, wir werden wieder alles probieren. Wir werden wieder gucken, wie wir irgendwo die Trainingswoche gestalten können mit den paar Deutschen, die da rumrennen. Und ja, wenn dann das Wochenende wieder kommt, wird wieder alles gehen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es noch reicht, dass wir uns irgendwie noch Punkte holen können. Vielen Dank, Christian. Also vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch. André, dir alles Gute für die letzten beiden Spiele. Dir ist dann viel Erfolg beim Auswärtsspiel in Danzenberg. Und dann machen wir jetzt mit den beiden Spielern des Tages weiter. Vielen Dank an die Trainer. Auf Seiten der Gäste haben wir mit Nummer 97 Rico Keller entschieden. Du hast 8 Pizza-Amateure aus dem Rückraum erzielt, hast ihm auch ein gutes Auge für deine Mitspieler gehabt. Wie fällt dein Fazit für den heutigen Tag aus? Ja, also erstmal schließe ich mich da jetzt seit jedem Abend. Es ist schön, so viele Leute in der Halle zu sehen, bei so einem heißen Wetter draußen.
Ich denke, wir haben heute den Kampf angenommen. Wir sind nur mit 8 Drittligaspielern angereist, noch mit 3, 4, die gerade noch vor 4 Stunden A-Jugend Deutsche Meisterschaft gespielt haben als Backup. Ich denke, dafür haben wir ein richtig cooles Spiel gezeigt. Großen Respekt an die ganze Mannschaft. Klar ist bei uns schon ein bisschen die Luft raus. Das Saisonziel war früher erreicht von uns. Dann war es auch immer ein bisschen schwer, neue Ziele zu finden, neue Ziele zu setzen für den Rest der Saison. Und ja, unser Ziel war jetzt, die restliche Saison vorne zu bleiben oder den ersten 3. Das haben wir jetzt geschafft durch das Spiel heute. Ich fand, es war ein tolles Spiel, eine tolle Kampfweise von uns allen und ich denke, wir haben verdient gewonnen. Danke, vielen Dank. Also auf unserer Seite soll jetzt eigentlich hier die Nummer 7, Sebastian Könner, stehen. Sebastian hat 5 Treffer erzielt, hat sich durch die Partie geschleppt, hat auch in der Abwehr alles gegeben, toll gekämpft. Von dieser Stelle hier auch gute Besserung. So, jetzt improvisieren wir kurz ein bisschen. Ich begrüße unseren Kapitän Philipp Müller neben mir. Ja, dass wir ein bisschen variieren müssen, haben wir gesehen. Philipp hat ein Rückraumtor erzielt von 9 Meter. Sehr schön. Eines der beiden Treffer heute. Philipp, lass uns ein bisschen allgemein sprechen. Christian hat es angesprochen, die Trainingswochen werden immer schwieriger, die lange Saison, die zehrt so ein bisschen an euren Kräften, auch du schleppst dich, glaube ich, so von Woche zu Woche. Es werden nach und nach jetzt auch A-Jugendspieler bei euch im Training mit integriert und schlagen da auf. Vielleicht sagst du mal ein paar Sätze, wie die Jungs sich so anstellen und wie das alles funktioniert. Ja, auch von mir erstmal guten Abend. Also die A-Jugendspieler stellen sich wirklich hervorragend an, das macht Spaß zu sehen. Dass da von der Jugend neue Leute hochkommen, die das Potenzial haben, auch irgendwann tatsächlich in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Ist vielleicht nur so ganz kurz zu dem Spiel. Ich bin einfach nur irgendwie stolz, dass wir das so mit dieser ganzen, ich sag's mal, Rumpftruppe irgendwie so hinkriegen. Den einen oder anderen mag das dann von außen vielleicht ein bisschen schwierig stimmen, wenn man sieht, was wir in der ersten Halbzeit liefern, die trotz der Rumpftruppe natürlich nicht gut war, aber es ist tatsächlich nicht immer so einfach mit so vielen alten, kaputten Spielern und so viel, die sich da, also auch Sebastian, ja, der letzte Moment war einfach nur, der hat, glaube ich, die letzten 2 Monate, glaube 2 Trainingseinheiten gemacht und der fängt an und spielt jetzt halt bis zum Schwächeanfall, ja, und das ist macht irgendwo auch unsere Gruppe aus, auch wenn man das vielleicht nicht immer von außen sieht. Und deswegen bin ich der Meinung von Christian, also bin trotzdem irgendwo stolz. Auch wenn es extrem bitter ist, dass wir uns in der 2. Halbzeit so zurückgekämpft haben und eigentlich nah dran waren. Ja. Aber dann aufgrund so ein paar einfacher Fehler, wenn die Rhein-Neckar Löwen wieder so ein Spiel zurückbringen, aber auch verdient gewonnen. Ich kann nicht überschreiben. Vielen Dank, Philipp. Ich habe noch ein kleines Präsent für euch, mit Wort zur Unterstützung der Eichbaumbrauerei. Gut gekühlt, direkt verzehrfertig. Philipp, vielleicht trinkst du es deinem Kollegen in die Kabine oder trinkst du es selber, egal, wie ihr wollt. Vielen Dank euch beiden. Also unsere erste Herrenmannschaft spielt dann am kommenden Samstag beim TuS Danzenberg. Spielbeginn in der Sporthalle in Kaiserslautern Danzenberg ist um 20 Uhr. Für unsere erste Damenmannschaft endet bereits am kommenden Samstag mit dem Heimspiel der TSV Schließheim diese Saison. Spielbeginn unserer Meisterinnen ist um 17:30 hier in der Olympiahalle. Zum letzten Saisonspiel der 3. Liga Süd erwartet unsere erste Herrenmannschaft am Samstag, den 5.5. den TV 1893 Neuhausen hier in der Hütte Süd. Spielbeginn 19 Uhr, anschließend findet die traditionelle Rundenabschlussparty statt mit Live-Musik der Animals hier im Foyer. Vielen Dank, schönen Sonntag.